Okay, jetzt habe ich mir gedacht, ich war bei der Ranger Station Triple Falls. Aber es stellt sich raus, ich bin in der Western Ranger Station. Hat mir Google was falsch gesagt. Jetzt muss ich nochmal fahren, 20 Minuten. Hier gab es zwar auch einen Wasserfall. Looking Glass Falls heißt der. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich Triple Falls mache. Jetzt fahre ich da hin, weil ich so viel Zeit habe. Okay, jetzt bin ich am richtigen Parkplatz. Okay, wir eine Viertelstunde Auto gefahren, noch, war kein Problem. Ohne Navi hergefunden, ich bin der Held. Und jetzt gehe ich Richtung Triple Falls Wasserfälle. Und dann gibt es noch Hooker Falls auch noch. Also hin und zurück, glaube ich, so 3,5 Meilen Rundtrip, also knapp 5,5 Kilometer. Ich werde berichten. Super Geschichte, das war praktisch wieder eine ideale Location für die Frau für eine hervorragende Yoga Tree Pose. Echt schön, ich bin jetzt noch gar nicht da und unterwegs, sind aber schon super schöne Felsformationen, echt schön da. Durch den Wald, schattig, passt wunderbar. Viel Leute da, hat schon gesagt, die Rangerin ist wie am Bahnhof, wird so recht zugehen, aber mal ist wieder eine schöne Ausflugsfläche. So, da geht es ganz schick ein Haufen und der Grund, warum heute gar so viel los ist, ist übrigens der, weil da drüben heute Vatertag ist. Happy Father's Day to me. Daheim denkt natürlich keiner an sowas, aber okay, wer kann das auch schon wissen. Deswegen heute viel Traffic. Edo, oder? Really nice. Am Triple Falls Aussichtspunkt bin ich schon vorbeigegangen. Dann bin ich die Staffeln oben zum vorletzten Wasserfall. Da kannst du umeinander laufen. Steht aber dann, do not enter. Do not enter, aber die Leute laufen natürlich trotzdem durch. Und jetzt geht es weiter zum Hooker Falls. Und interessanterweise hat der Hooker Falls seinen eigenen Parkplatz. Das heißt, du kannst da unten vom Parkplatz, vom Triple Falls, mit dem Auto rauffahren zum anderen Parkplatz. Und ich vermute, das ist der Grund, warum auf diesem Pfad jetzt praktisch gar nichts los ist. Jetzt können wir mal gerade rein entgegen. Aber das war es auch schon, ansonsten bin ich da alleine. Ich bin High Falls Loop, ein bisschen mehr allein mittlerweile. Vor mir geht der Vater mit seinem Baum. Der Baum ist vielleicht 3-4 Jahre alt. Okay, Barfuß. Das ist ein Waldweg. Mit spitze Sternen und alles. Am nächsten Mal, das ist ein hartes Auto. High Falls in all its glory. This is amazing. Das ist brutal da, ich bin ein Volldepp. Ich habe meine Bodyhose und ein Handtuch im Auto und habe sie mitgenommen, weil ich nicht gedacht habe, dass man da schwimmen kann. Echt Wahnsinn. Unglaublich, steht da. So, jetzt bin ich auf dem Rückweg zum Auto. Das ist unglaublich, das kann man sich nicht vorstellen. Man kann da hingehen bis zum 1 Meter, wo das Wasser runterfällt, wenn man sich da hinstellt und einfach nur ausschaut, aufgeschaut auf den Wasserfall, dann spürt man,
spürt man förmlich die Kraft im Wasser. Unglaublich. Das ist der Hammer. Echt. Wahnsinn. Ich freue mich, wenn ich da mit der Elke, mit der Lilly, mit dem Blüster mal herfahren kann und mit dem Blüster ein bisschen über die Steine klettern kann. Und die Lilly kann da praktisch Pudel machen bis zum Klettern. Jetzt habe ich nur einen Abstecher gemacht zur Covered Bridge, zur bedeckten Brücke. Und das ist jetzt quasi oberhalb vom High Falls. Ab da stürzt das Wasser runter. Schaut jetzt von da gar nicht so spektakulär aus, aber von unten ist es einfach brutal. So, jetzt bin ich wieder am Parkplatz gekommen und jetzt mache ich noch einen letzten Abstecher zum Hooker Falls. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so weit. Aber wenn ich schon mal da bin, dann muss ich mir den auch noch anschauen. Und dann geht's zurück zum Auto, ab nach Hause und wahrscheinlich erst einmal eine Runde im Pool schwimmen. Werden wir schauen. Okay, jetzt war ich fast dort. Dann haben wir von oben schon runter gesehen. Alle beim Bauen, beim Schwimmen, vor dem Wasserfall, kostet unter dem Wasser allein. Jetzt gelangt's mir. Dann bin ich zurück zum Auto und jetzt haben wir meine Badehosennutzung und habe mir mein Handtuch mitgenommen. Weil wer braucht schon einen Pool, wenn er unter dem Wasserfall bauen kann, oder? Und jetzt werde ich in der Natur geschwommen, so heißt das. So, was heißt, da waren wir jetzt beim Schwimmen. Und ich soll sagen, das Wasser ist super. Fast unter dem Wasserfall reingehen, unglaublich. Super schön. So, wieder im Auto. Fazit, einfach super Gegend. Du kommst zum Wandern und am Schluss machst du einen Badeurlaub. Phänomenal, kann man nicht anders sagen. Ich freue mich echt schon, wenn wir da mal einen Familienausflug hermachen, weil das ist echt wert. Stunde 20 zum Fahren von daheim, super Geschichte.